ansetzen. Wir beginnen heute mit Geografie. Schatz! Jetzt nicht, Daniel. Aber da draußen! Ich sagte jetzt nicht! Frau Lehrer! Still, sag ich! Kollegin. Wir haben da ein Problem. Contenance. Wir sind in Afrika. Ich weiß. Ich weiß auch, wer daran schuld ist. Ich rege das und das. Und nun zur Geografie. En garde. Ha, ha, nimm das und das. Komm her. Ha, ha. Tom, sonst steckt dich Thomas auch noch ins Internat. Internat? Nur weil Valerie so eine Petze ist. Auweia. Bin ich gar nicht. Bist du doch. Und nur weil Daniel und ich ein bisschen gekämpft haben. Und er hat das Tischtuch vom Tisch gerissen. Mit Mamas schönem Geschirr drauf. Das war alles für die Gäste gedeckt. Und jetzt ist er im Internat? Ja. Papa sagt, Daniel braucht eine strenge Hand. Und dieses Wochenende darf er auch nicht nach Hause. Nur damit du es weißt, ja? Ja, hallo, Herr Valerie? Hallo. Hey, eine Party? Ja, na klar komm ich. Hey, eine Party? Na klar komm ich. Ohne Daniel ist es blöd. Wieso rollt ihr nie zu Besuch an? Die im Internat sind voll streng. Die lassen keinen raus. Die arme Schraube. Post für Tom Turbo! Hallo, Johanna. Hallo. Post für dich. Danke. Und der ist für Florian. Okay. Post für Thomas! Hallo? Von wem ist denn der? Von Daniel! Ja. Hä? Ich bin hier gerne im Internat. Alle Schüler sind hier brav und glücklich. Wir lernen viele interessante Dinge. Am Nachmittag mache ich meine Hausaufgaben. Er hat mir das Gleiche geschrieben wie euch. Was tust du da, Tom? Ich untersuche die Briefe nach Geheimtinte. Seht euch das einmal an. Das da, das ist doch keine Zierleiste. Da sind Worte drin versteckt. Darf etwas. Nur ganz verschnörkelt geschrieben. Aha. Und zerteilt. Das bedeutet, diese vier Briefe müssen nur in der richtigen Reihenfolge aufgelegt werden. Dann können wir die geheime Botschaft lesen. Hier, das muss der Anfang sein. Und mit den Farben gibt uns Daniel einen Hinweis, wie wir die Botschaft zusammensetzen sollen. Aber das macht jetzt ihr Detektive. In welcher Reihenfolge gehören die Briefe aufgelegt, damit wir die Botschaft lesen können? Notiert euch den Buchstaben, der bei der richtigen Reihenfolge zu sehen ist. Sammelt die 5 Lösungsbuchstaben von heute.
Hier stinkt etwas ganz gewaltig. Ich weiß nicht. Das steht hier. Tom muss kommen. Und zwar schnell. Keiner darf etwas merken. Ich leg den Schnellgang ein. Melde mich. Die Tür. So, und wenn ihr das jetzt mit 77 multipliziert, durch 8 dividiert und 99 abzieht, oh, bitte, Herr Direktor. Verzeihen Sie die Störung, Frau Kollegin. Es ist Zeit für Daniels Spezialunterricht. Oh, komm. Komm nur, Daniel, komm. Ich habe etwas besonders Interessantes für dich. Bitte. Und Tom, wie weit bist du? Boss, ist das ein Internat oder ein Gefängnis? Gute Frage. Hey, setz den Turbosprung ein und nichts für rein. Turbosprung, startklar. Alarm! Wieso? Was ist? Wüsste ich auch gerne. Was war das? Detektive, was ist da geschehen? Ist gerade ein Baum umgestürzt? Oder hat der Blitz eingeschlagen? Oder hat sich das Internat bewegt? Sofort hinein und Daniel rausholen. Wird gemacht, Boss. Turbosprung, startklar. Herr Direktor? Herr Direktor? Der Käfig muss ein Loch haben. Jetzt nicht mehr. Aber Abraxos hat immer noch enorme Kräfte. Bald nicht mehr. Hey, Flüstergang einlegen, Tür. Was war das für ein Geräusch? Ich ja, hab's was weiß ich, gefragt. Liebe Frau Kollegin, Kinder, das müssen Sie selber wissen. Wissen. Oh nein. Zu Ihnen, ich liebe Frau Kollegin. Sie um. Das kostet mir eine Gott. Kleine Lache. Haben Sie etwa diese Tür nicht abgesperrt? Wie kann man denn so eine Tür abstehen? Das ist doch unglaublich, wirklich. Hi, Tom. Seit wann bist du da? So. Jetzt kommt niemand mehr heraus. Aber Frau Kollegin, das geht auch anders. Ach ja, und wie? Ups, vor lauter Lehrerinnen-Spielen habe ich fast vergessen, wer ich bin. Viel besser. Tom! Und wenn die Schüler uns so sehen? Schlaf jetzt süß im Klassenzimmer. Alles stille, kein Gewimmer. Ich
Große Pause für uns. Unsere Lehrerin ist Alexa. Und der Direktor, der Hexer. Aber wozu brauchen Sie dieses Internat? Das fliegen kann. Und immer diese Gewitter, Donner und Blitze. Moment. Das sind keine echten Gewitter. Denn bei einem echten Gewitter kommt immer was zuerst, Detektive? Kommt beim echten Gewitter zuerst der Donner oder kommt zuerst der Blitz? Tom, ihr müsst alle schnellstens aus diesem Internat raus. Wer weiß, was Hex und Alexa vorhaben. Fenster und Türen sind alle magisch verschlossen. Jetzt muss aber einen Spruch geben, wie man sie wieder aufkriegt. Das ist eine Geheimtür. Und wohin führt sie? Ein Gang. Was rollt da ab? Sollen wir? Turbo klar. Hilfe! Abraxus Rockerzahn. Wer? Rockerzahn. Na klar, mit dem haben wir schon einmal zu tun gehabt, im Fall Silberwölfe. Das ist auch so eine Art Hexenmeister. Gefährlich? Ungefährlich, eher cool. Hilfe! Wann hat endlich jedes Kind genug Hexenkraft? Bald, Frau Kollegin, sehr bald. Von Abraxus ist dann höchstens noch eine Spinnwebe übrig. Seine Hexerkraft aber ist übertragen auf unsere Schüler. Doch Sie haben keine Ahnung. Aber alle hören auf unseren Befehl. Sie verstärken unsere Macht des Bösen und machen mich zur mächtigsten Hexe der Welt. Nein, mich zum mächtigsten Hexer der Welt, der selbst das größte Glück in pechschwarze, triefende Traurigkeit verhexen kann. Und warum ist es dann noch nicht so weit? Sie schnarchen wohl mit offenen Augen, Hexer! Ich? Sie haben Abraxus fast entkommen lassen. Er konnte sich befreien und das Internat nach Afrika hexen. Ich musste alles retten. Ach, jetzt regen Sie sich nicht so auf. Sonst bekommen Sie noch Falten. Noch mehr Falten. Die Kugel liegt doch sonst im Büro des Direktors. Hat er dich nach ihr krallen lassen? Krallen? Greifen. Ja. Wieso hupen Sie? Ach, der Hexer und Alexa. Sie haben mich in eine Falle gelockt, diese räudigen Stinktiere. Jetzt halten Sie mich hier gefangen und rauben mir meine Hexerkräfte. Ich muss hier raus. Wie? Der Hexer muss den Spruch sagen. Tut er nie. Du kannst doch alle Stimmen nachmachen, Tom. Sehr schlau, Daniel. Stelle Stimme des Hexers ein. Ich klinge doch jetzt wieder, Hexer. Wieso hupen Sie schon wieder? Weil das nicht die Stimme des Hexers ist. Irgendetwas ist noch nicht richtig, Tom. Sag noch was. Was stimmt mit der Stimme nicht? Gute Frage. Geht weiter an euch, Detektive. Ist die Stimme zu hoch? Zu tief? Oder zu heiser? Dieser Daniel nimmt die Hexerkraft sehr gut an. Er bekommt gleich eine weitere Portion. Hier zu mir, kleiner Dreck, auf den Fleck. Hier zu mir, kleiner Dreck,
auf den Fleck. Der ist weg. Das ist alles Ihre Schuld. Sie Hexen, Hans Wurst, Sie. Finger schnell. Führ mich hin zu Daniel. Gib Gas, Scooter! Hehehehe, ich bin Tom Turbo, das tollste Fahrrad der Welt. Doch kein Scooter und überhaupt. Abregen und loslegen, Tom. Samsala, Sansila, Samsilei, Wende verschwindet und lasst ihn frei. Hey, voll Knorke, Scooty. Hey, Mann, Tom. Nächster Spruch, um mich auszuwickeln. Schau, schau. Hallo. Die Hexenwesen. Soll ich den Lachgang einlegen, Hexi und Alexi? Hab was für euch. Auf los, Schnellgang einlegen, Daniel. Was ist das? Was? Los! Frau Kollegin! Sie kommen mit! Halt aber weg! Moment! Tut sie doch was! Ja! Weißer Rauch aus Kügelein! Saug ich flugs in mich hinein! Gott, das ist alles nur Ihre Schuld, Sie! Klappe zu, Sie kreischende Gurke! Wächter, lauf! Halt sie auf! Aber wie kommen wir jetzt aus dem Internat? Suchtrick, los! Wo ist der Ausgang? Super Rettungsaktion, Leute! Was ist das, Tom? Wir sind nicht allein im Gang. Tom, hier hat sich was verändert und wie? Aber wo, Detektive? Schreibt euch den Buchstaben an der Stelle auf, wo jetzt etwas sehr seltsam und anders ist. Befrei mich, da kann ich uns alle aus dem Haus hexen. Was soll ich sagen? Mumien fesseln. Fix verschwindet wie nix. Ich glaube, wir haben ein Problem, Tom. Der war doch vorhin noch auf dem Bild. Der Spruch. Mumien fesseln. Fix verschwindet wie nix. Die Hexerstimme. Du brauchst die Hexerstimme! Verwirrung. Lenk ihn ab, Daniel. Fesseln fix, verschwindet wie nix. Schnell, weg! Moment, erst muss ich mir meine Zauberkraft zurückholen. Zeit, die kleinen Kröten einzufangen. Wenn sie nicht schon geflohen sind. Aber Frau Kollegin, mir passiert so etwas nie. Komme schon! Hilf mir, Tom! Rambock, los! Platz da! Aus dem Weg! Hallo, das ist Hector Schlimm, ich weg, Belzebub!
Sie sollten sich an mir ein Beispiel nehmen, Frau Kollegin. Bei mir geht nie etwas schief. Sie. Sie sind der Versager! Sie ganz allein! Sie. Finte gemacht? Ins Internat komme ich jetzt auf keinen Fall mehr. Gut, dass wir so viel trainiert haben. Und wo ist dieser Praxis-Rockerzahn hin? Hat sich in Luft aufgelöst, als wir draußen waren. Zu Daniel hat er aber noch was gesagt. Hey Kumpel, eine kleine Hexerei hast du frei, also Dankeschön. Hey Daniel, was wirst du hexen? Was echt? Also ich tanze nur mit Georg. Das ist doch der süßeste Junge aus der ganzen Schule. Okay, bis gleich. Ciao. Daniel? Ab nach Hause. Aber es ist noch nicht spät. Sonst sage ich Mama und Papa, wenn sie aus dem Kino kommen, dass du wieder unmöglich warst. Aber was hast du für eine Frisur? Ich schau aus wie ein Klobesen. Schau mich nicht so an. Ich kann doch nicht hexen. Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Gewinnen kannst du den TomTurbo-Detektivausweis, das Kartenspiel Die fiesen Sieben und ein Fingerprint-Detektivset. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360.